Na, das ist mal Augen in eine Art von Entrückt. Ich habe hier unten seit Monaten kein Anzeichen von echtem Leben gesehen. Ich bin gespannt, ob du ein weiterer Nachzügler bist. Oder vielleicht etwas Besseres. Noch mehr. Du wolltest nur ein bisschen Gesellschaft, ja, ich auch, ja, weißt du, aber irgendwie kommen die nicht. Ich glaube an keinen Gott. Unsichtbarer Mann im Himmel. Doch es gibt etwas, das mächtiger ist als jeder von uns. Ein Zusammenwirken all unserer Bemühungen. Eine große, unermüdliche Macht der Produktion. Und zwar eint. Aber diese Macht ist... Oh, bei dem da kann ich den Malzessig riechen. Ich warte schon lange darauf, dass mal was Leckeres vorbeikommt. Aber die, die sich hier blicken lassen, sind alle miteinander Teufel und Volltrottel. Oh, wo sind nur meine Manieren? Komm rein! Komm rein! Sander Cohen erwartet dich in der Fleet Hall. Wir werden durch einen Künstler begrüßt. Willkommen im Zirkus der Werte! Socken! Warum nicht? Bist du kaputt? Du bist kaputt. Oh, oh, Na. Tonika. Willkommen in Fort Frolic. Alles soll zumindest positiv bekommen, ne? Ich finde aber was schöner Abwechslung von. Ey, helf mir! Ey, stirb! Ey! Unter Drogensüchtige, die mich versuchen, hier ums Knie zu legen. Irgendwie doch mal eine. Es ist eine Abwechslung, auf jeden Fall. Ob es jetzt eine positive oder negative ist, das steht offen. Auf jeden Fall, Abwechslung ist gut. Satt. Okay, dann müssen wir das komplizierter machen hier oben. Du brauchst mir nicht dafür zu danken, dass ich die Übertragung dieser Rüpel, Atlas und Ryan unterbrochen habe. Lass sie nur streiten. Ein Künstler, ja, ein Künstler weiß, es gibt fruchtbareren Boden zu bestellen. Oder wie alles schon gesagt hat, hat einer eine Macke. Expert 2. Nehme ich. So, wo geht das hin? Da ist geschlossen, da ist die Fleet Hall. Da sollen wir rein. Muss ich hier ein Ticket kaufen? Ne, sieht nicht danach aus. So, da, ich übernehme hier die Kamera. Da kann keiner was gegen machen. Sind ja alles doch nur Schabracken. Das ist sicher der nächste Vita Chamber. Na toll.
Wenn du uns einlade, mach ich auch noch eine dichte Tür. Ich bin der richtige Mariachi. Also zu deiner Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalischer Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten? Wie kannst du nur glauben, ich würde jetzt mein Publikum empfangen, während ich mich gerade vorbereite? Undenkbar! Naja. Was wolltest du da sagen? Also zu deiner Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalischer Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten in der Zeitung angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben? Das ist mir unerklärlich. Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich. Ja, ich bin noch was vorbereitet, okay. Wissen also Gedulde. Steht hier? Ach, da ist ein Besuch. Er bereitet sich noch vor, okay. Dann gucken wir mal hier, was haben wir hier? Zigaretten und Kaffee. Steckt es? Nein. Rapture geht vor die Hunde. Und warum? Wegen denen, die immer hinter den Kulissen wirken. In den Galerien von Soho. Sogar hier unten in diesem sogenannten Utopia. Die Zweifler. Doch Ryan weiß Bescheid. Wir kommen gut klar miteinander. Ja, auf den Straßen fließt Blut. Ja, manchmal verschwinden Leute. Und diese kleinen Mädchen. Tja, die Zweifler denken eben, man könne ein Bild malen, ohne sich den Kittel zu beschmutzen. Ist eine bestimmte Tracht. Da muss man einfach verstehen oder nicht verstehen. So, ja, da. Ich knacke hier ein Passé, so nehme deren kostbare Schätze entlang. War hier mal eine Bank gewesen, ist es jetzt eine geplünderte Bank. Ach da, ja, natürlich. Da kommt eine Rudini doch. Autsch. Immer diese Selbstschussgeschütze, die mich noch ein bisschen nachträglich treffen. Poseidon Palace. Place. Ne, Plaza. Poseidon Plaza. Es ist nicht gestattet, sich vor der Vorstellung hinter der Bühne aufzuhalten, kleine Motte. Hopp, 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 hopp. Okay, ich bin ja schon unterwegs, aber du willst mich ja nicht reinlassen. Oder muss ich hier? Ich muss hier hin. Muss ich da hin? Bin verwirrt. Ich bin verwirrt, wo der mich haben will. Will der gute Mann mich dann haben, ne? Das auf jeden Fall nicht. Da kann ich dann immer benutzen.
Garte, was sagst du? Ja, bin ich. Stelle Nachforschungen an. Den hier benutzen? Wärme sucht von in Oh, what the heck, oh, könnte ich mal machen, ne? Person, Engschutz. Haben mal ein bisschen Material verwendet. Hast du geplündert auf Chips? Hier noch? Ne. Kamera? Auch nicht. Also, was will er hier von mir? Steht offen. Hier noch ein Geheimweg. So, auch nix. Stelle nachforschen. Also, ich bin da. Ich habe hier die Gitarre, kann ich auch nicht kaputt machen. Das ist schon mal das. Spritze. Das hier auch nicht. Das ist was es ist. Hier geht es nicht durch. Da möchte ich gerne hin, aber komme ich noch nicht hin. Oder muss ich einfach nochmal das Spektakel da auf der Bühne angucken? Ach, ich nah. Ich nah, das ist kein dekoratives Vita-Chamber. Ich habe einfach den Ausdrucksknopf übersehen. Aber ich muss eben mal eine Pause machen. So, das muss ich gerade eben sein. Ah, das muss man so dringend, das tat weh. So, wir haben hier eine Kunstdarbietung. Presto, presto, nein, nein! Ich versuch's ja, bitte! Noch einmal, junger Fitzpatrick! Cohen, du krankes Arschloch, lass mich hier raus! Hui! Ach, wie schlechte Kunst, also. Kleine Motte. Liebe. Tod. Die Würde des Künstlers ist, es einzufangen. Sieh dir den jungen Fitzpatrick hier auf der Bühne an. Nimm deine Kamera. Fotografiere ihn so, wie er jetzt ist. So will ich ihn in Erinnerung. Nehmen wir die doppelte Schutz. Ja, ich nehme gleich seine Kamera. So, ja, schade für den Fitzpatrick, dass er einfach zur künstlerischen Sinn gesprengt werden musste. So, machen wir hier einen Profi-Hacker, ne? Die Reihentech-Industrie wird das hier nicht gefallen. Ah, da ist safe. Kein Wunder, dass der Doppelgeschütz wohnen war. Runter.
und da. Ein Safe weniger. Auf was wartest du? Fitzpatrick kann die Pose noch nicht ewig halten. Doch. Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick seines Ruhmes erwischt. Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen, kleine Motte. Jetzt lauf zur Vorhalle und tu sein Foto in mein Meisterwerk. Und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Okay. Im Meisterwerk also, ne? Bleib mal. Nix, bleib mal leer. Ich weiß, warum du gekommen bist, kleine Motte. Du hast deine eigene Leinwand. Eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte. Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Beeile dich. Meine Muse ist ein wankelmütiges Miststück, das ich nicht lange konzentrieren kann. Siehst du's? Wenn ich zu Staub geworden bin, werden sie darauf zeigen. Mein Quadrichon, mein Meisterwerk. Mach schon, hab keine Angst. Bereue es. Töte, macht den Finnegan. Das ist Fitzpatrick. Von all seinen Macken und Mängeln befreit. Es gibt glänzende Neuigkeiten. In diesem Moment kann ich erkennen. Da, an diesem Ort sind drei Männer. Alle einstige Schüler von mir. Alle verbunden durch ein gemeinsames Band. Betrug. Such sie, kleine Motte. Und mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrichon unsterblich. Geh! Dann also sobald Zoom, sie ne? ihre Belohnung erhalten haben, sollst du die deine bekommen. Und Ryan kennenlernen. Du willst uns einsperren, alter Mann? Oh, das macht Kopfi nichts aus. Ich habe dich geliebt. Ich dachte, du wärst ein musikalisches Genie. Weißt du warum? Weil du meine Miete bezahlt hast, du altes Wrack. Komm zum Plattenladen. Ich zeig dir, was ich von deiner Katzenmusik halte. Wandskasse. Irgendwann nehme ich die jetzt mit. So, Kleiderladen plündern. So. Wild Bunny von Sander Cohen. Sehe ich doch was. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Ich hüpfe. Wenn ich hüpfe, komme ich nie vom Boden weg. Das ist mein Fluch, meine ewige Verdammnis. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Das ist mein Fluch, mein verdammter Fluch. Ich will die Ohren abnehmen! Bitte, nimm sie ab! Bitte! Gleich bekommen wir ein Tonband. Sponsor Door noch unbekannt. Werden wir gleich herausfinden. Sullivan. Obwohl ich früher oft in Little Italy auf Streife war, schockiert mich die Kaltblütigkeit dieser Künstlertypen immer noch. Diese wilde Braut, Culpepper, und dieser durchgeknallte Cohen haben Streit miteinander und erwarten jetzt, dass meine Sicherheitstruppe für eine der Seitenpartei ergreift. Als nächstes werde ich dann in Ryans Büro gerufen, um mich mit ihm über die ganze Sauerei zu unterhalten. Diese gottverdammten, behämmerten Künstler. Immer diese Künstler, nicht wahr? Weiter Sicherheit unter Minen hier. Ist ja glaube ich gerade so ein bisschen mein großes Hobby geworden. Hacken,
Sicherheit unterminen. So. Schockiert mich die Kaltblütigkeit dieser Künstlertypen immer noch. Diese wilde Braut, Culpepper, und dieser durchgeknallte Cone haben Streit miteinander und erwarten jetzt, dass meine Sicherheitstruppe für eine der Seiten Partei ergreift. Als nächstes werde ich dann in Ryans Büro gerufen, um mich mit ihm über die ganze Sauerei zu unterhalten. Auf. Gottverdammte behämmerte Künstler. Ja, immer diese gottverdammte behämmerte Künstler. So was hochgekommen, ja, dann da. Dann noch einmal eine Rechtsabbiegung und so und damit eigentlich jetzt an unserer Seite und weiter hier auf starkste Scheiße auf nicht nur gibt. Oi. You in Fan. Oh, das war schönes. Irgendein angeheuerte Mieze wollte mir diese noblen Oxford-Club-Glimmstängel verkaufen. Ich sagte nein, danke. Ich bin und bleibe immer ein Ecotime-Raucher. Weshalb? Sie schmecken gut und kosten nicht mal die Hälfte. Wen juckt's, ob die Dinger aus Muschelschalen und Fischeiern hergestellt sind? Was, du willst Walnuss werden? Du, willkommen zurück! Pech hat du, Houdini. Hat sich kaputt geballert. More items downstairs. War ich ja gerade. Macht dem Volke. Was ist das? Hier sind Zirkel nur, glaube ich, ne? Da ist die Tür noch. Was soll ich auch gerade musste machen? Poseidon Plaza ist mir jetzt offen. Du kannst mir hier drin den Rest geben, du alter Spinner. Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich habe einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingelangt sind, habe ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemacht.